könnte nun ein typischer Arbeitsprozess in Illustrator aussehen? Sie möchten eine einfache Grafik erstellen, zum Beispiel ein kleines Banner mit einem Stern und ein wenig Text dabei. Zunächst legen Sie ein Dokument an, über Datei neu oder Steuerung N, wählen das gewünschte Format, die gewünschte Größe aus und bestätigen das Ganze mit OK. Sie können auch hier schon einen Namen vergeben, das kann aber auch beim Abspeichern erfolgen. Sie öffnen die Ebenenpalette und legen hier schon vorab zwei Ebenen an, benennen die Ebenen entsprechend, eine Ebene mit Grafik, einfach ein Doppelklick auf den Ebenennamen und einen mit Text. Da wir uns zuerst mit der Grafik befassen, kann die Textebene mit einem Klick neben das Auge gesperrt oder mit einem Klick auf das Auge ganz ausgeblendet werden. Wählen Sie nun die Grafikebene an. Zunächst nehme ich in diesem Fall das Sternwerkzeug und während ich ziehe, ohne die linke Maustaste loszulassen, füge ich mit der Pfeil nach oben Taste einige Zacken hinzu. Mit der Steuerungstaste fixiere ich nun den Innenradius, schiebe das Ganze immer noch mit gedrückter linker Maustaste ein wenig zusammen und lasse das Ganze los, wähle zum Auswahlwerkzeug und positioniere das Ganze an gewünschter Stelle. Das nächste wird ein Banner, was dahinter liegen soll. Im Augenblick liegt es noch davor. Ich entferne die Füllung des Banners und ordne das Objekt in den Hintergrund an. Es wird nun dahinter gelegt. Hier muss ich jetzt kein aufwendiges Banner gestalten. Es reicht ein entsprechend vorbereiteter Pinsel. Der existiert im Augenblick noch nicht. Also bauen wir schnell einen Pinsel. Fügen mit dem Zeichenstift einige Punkte hinzu. Wählen mit dem Direktauswahlwerkzeug die Punkte direkt an. Und mit den Pfeiltasten bei gedrückter Umschalttaste werden sie nun in 10er Schritten der eingestellten Einheit 1 mm, also jetzt 1 cm, in die gewünschte Richtung verschoben. Ich gebe hier schon die gewünschten Attribute an, zum Beispiel eine orange Füllfarbe und eine dunkelrote Kontur, die durchaus etwas stärker sein kann. Um daraus jetzt einen Pinsel zu machen, den ich auf Konturen legen kann, schiebe ich das Ganze in die Pinselpalette, sage Bildpinsel, OK, wähle zwischen Hilfslinien einpassen, positioniere meine Hilfslinie entsprechend. Das heißt, nun wird nur noch der mittlere Bereich skaliert und die Außenbereiche bleiben in ihrer Skalierung, so wie sie hier angezeigt sind. Wähle OK, das Objekt kann nun gelöscht werden. Ich habe hier einen neuen Eintrag. Wähle die Kontur an und weise ihr diesen Bildpinsel zu. Und das Ganze kann nun jederzeit angepasst werden. Auch der Stern bekommt eine andere Farbe. Als Konturfarbe beispielsweise ein mittleres Blau, etwas kräftiger. Und als Füllfarbe ein leuchtendes Gelb. Das Ganze kann auch etwas größer gemacht werden. Also Alt-Taste von der Mitte her skalieren, damit der Mittelpunkt nicht verschoben wird. Die Shift- bzw. Umschalttaste, um die Skalierung proportional durchzuführen, also etwas größer ziehen. Dann wird alles angewählt und zum Beispiel mit einem Schlagschatten versehen. Das Ganze mit Vorschau. Das Licht soll direkt von oben kommen und der Schatten etwas feiner sein.
okay? Die Grafik steht. Die Ebene kann gesperrt werden. Ich wechsle über die Ebenenpalette in die Textebene und füge hier nun einen Text oder ein Zeichen hinzu. Wähle eine andere Schriftgröße. Kann das Ganze auch manuell machen. Eine andere Schriftart. Okay. Auch hier kann das Ganze noch ein wenig gedreht werden. Mit einer anderen Farbe versehen. Und fertig wäre die Grafik. Sie sehen, wie ich hier vorgegangen bin. Die Ebenen, in denen ich gerade nicht tätig bin, sperre ich vorsichtigerweise. Wenn die Ebene gesperrt ist, kann ich nicht versehentlich auf darin enthaltene Objekte zugreifen und hier noch etwas verändern, was eigentlich schon fertig ist. Soll etwas verändert werden, wird die Sperrung aufgehoben, man wählt die Ebene an und arbeitet nur in dem Bereich, der noch ein wenig aktualisiert werden soll. Sperren, abspeichern. Das Ganze bekommt einen Namen. Ich habe noch einige Möglichkeiten vor der endgültigen Speicherung. Erstmal die Illustrator-Version. Es kann durchaus sein, wenn Sie das mit einem Kollegen tauschen wollen, der nur Illustrator CS5 hat, dass Sie hier eine frühere Illustrator-Version anwenden. Dann werden allerdings Funktionen, die erst in späteren Versionen zur Verfügung stehen, deaktiviert und können im Dokument später nicht mehr bearbeitet werden. Wir wählen hier Illustrator CC, die aktuelle Version. Das Ganze soll PDF-kompatibel sein, kann also, obwohl es eine Illustrator-Datei ist, mit jedem Programm, was den Standard PDF beherrscht, das heißt PDFs öffnen und darstellen kann, angezeigt werden. Es können Farbprofile eingebettet werden und das Ganze wird verlustfrei komprimiert. Sie bestätigen mit OK, das wird abgespeichert. Das Dokument kann geschlossen werden. Die Arbeit ist getan.